Karatemeister. Ah, na, ich bin Karatemeister und lutsche Schwänze in der Hölle. Beleber, top. Brum, brum. Hey, ein Trainer möchte kämpfen. Ein Trainer setzt Trihorn ein. Eat my board. Surfer. Till the end of days. Got it. Schön. Ich habe den Halt verloren. Und diesen Kampf. Hehehe, so langsam geht dir wohl die Luft aus. Hat er das gesagt? Ich weiß es nicht. Wörtlich. Also im übertragenen Sinne bestimmt, aber... Ein Sandamer. Level 39. Sandamer ist, cool. Props dafür. Eat my bot. Ist auch ganz nett. So, die Attacke ist sehr effektiv. Und ein Dictry. Oh Mann. Oh Mann. Der Schaufler trifft. Der Surfer aber auch. Und Dictry hat ja schlechte Verteidigungswerte. Echt grottig. Also... Es ist schnell. Und ich glaube auch eventuell relativ stark. Aber das war's auch. Button macht keinen Sinn in der Arena. Sir Buttington und Buttox eher. Deswegen hole ich Button zum Trainieren erstmal rein, weil der wird das Training nicht so erfahren. Kiai. Okay. Nicht so sehr erfahren wie jetzt eben die anderen beiden. Marschallo. Gegen Button. Button! 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 Ich kann den Text immer noch nicht. Okay. Und noch ein Mashok. Coolio. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Okidok! Multiple time. Ich bin mit meinem Pokémon eine Einheit wie Yin und Yang. Cool. Wo sind deine Augen hin? Rehorn. Neat. Das müsste aber reichen, eigentlich. Weil Rehorn hat zwar Verteidigungswerte, aber... Ja, das habe ich mir gedacht. Spezialwert im Gegensatz zu dem von Button. Unterirdisch wahrscheinlich. Schön. Schön, schön. Dann wird erstmal geheilt, ne? Ne? Und dann? Ja, dann. Kommt Giovanni wieder. Ich habe keine Ahnung, ich habe dem irgendwann mal eine Stimme gegeben. Die ist sowas von weg in meinem Kopf. Ich würde ja sagen, ich bin hyped für den Kampf. Aber ich muss sagen, weil ich mich entschieden habe, so als Ausgleich, weil ich ja mehr oder weniger geschummelt habe, jetzt eben die Sonderbonbons nicht mehr zu benutzen. Ob 45 vielleicht etwas zu wenig ist. Klar, davor hat es jetzt gereicht. Das haben wir alle gesehen. Aber ich frage mich wirklich... Vielleicht? Ich fange an mit... Stopp. Der hat Nidoking, Nidoqueen. Der hat aber auch einen Rehorn und einen Rizeros, glaube ich. Ich glaube aber, der fängt mit einem Rehorn an, deswegen hole ich Buttox rein. Haha, was haben wir alle gelacht? Über dein Geheimversteck. Du hast mich aufgespürt. Gut,
Dann lass ich mal die Hose runter, du gehst auf die Knie und los geht's. Niemals, Giovanni! Okay. Dann hat er die Hosen doch an. Ein Rihorn. Level 45, oh scheiße. Und damit fängt er an. Mega Sauger. Bodenstein, Vierfachschwäche. Bitch! Also Doppelschwäche, Vierfachstärke. Dicktree. Immer noch ein Boden-Pokémon. Oh, krass. Oh. Okay. Oh. Krass. Mein Beileid. Dafür, dass du so scheiße im Battlen bist. Nidoqueen. Das heißt, Butt-On, seine Zeit ist gekommen. Level 44 Nidoqueen. Was war das für ein Rihorn, wenn jetzt nur noch Scheiße kommt? Aber der hat... Oh Gott, der hat auch noch einen 50er oder so, ne? Das hab ich im Kopf. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ballon! Und Nidoking. Ja, ich glaube, jetzt kommt dann gleich noch ein Rizeros. Oh shit. Was mache ich aber gegen Rizeros nochmal? Ich weiß. Ich weiß wirklich. Ballon! Level 46 und ein Rizeros. Ja, ich möchte gerne das Pokémon wechseln und zwar. Eat my butt! Das ist Mega Block. Ein Level 50 Rizeros. Ein Level 45 Eat my butt. Das Problem ist, wie schon gesagt, Steinboden, Doppelschwäche, vierfache Stärke von Surfer. Das reicht. Okay, ich gehe auf die Knie. Jo, cool, danke. Das Geräusch kam, glaube ich, zum ersten Mal, oder? Also zum ersten Mal bei einer Ordenvergabe. Geofisur. Cool. Ich frage mich, ob das Dicktree Geofisur konnte. Und ob wir einfach verdammt Glück hatten, dass er sich gedacht hat, ja, machen wir einfach mal nix. Heulen wir eine Runde rum. Weil das war eine dumme Entscheidung. Besonders, weil wir keinen Angriff mit Schaden, sondern mit Spezialangriff benutzt haben. Ne? Jo, Kinder! Wir haben 8. Orden. Ihr wisst, was das heißt. Netflix and Chill. Weil die Episode fast rum ist, gehe ich noch in Position, sage ich mal. Ist sie fast rum? Ne, die ist doch jetzt viel kürzer, ne? 10 Lutscher habe ich ganz vergessen. Den Lutsch habe ich ganz vergessen. Zum Glück war ich schon mal heilen, du. Oh Mann, der Furel. Oh Mann. Ist denn da zu fassen? Den habe ich ja ganz vergessen, du. Das ist gar nicht mal so cool. Das ist jetzt gar nicht mal... so cool. Aber wen hole ich rein? Eat my butt? Die Frage hat ich eigentlich von selbst erledigt. Jo, mach du, ruckzuck. Das ist mir sowas von okay, ist mir doch nicht so Latte. Problem. Agilität macht ja nicht nur schneller, sondern erhebt ja dann auch die Volltrefferquote, weil der Gegner ja schneller ist. Okay. Aber Eat My Butt hat Steine, die er werfen kann. Und die mag Taubos nicht. Dann würde ich sagen... Yo, Dude. Level 47 Taubos, das ist krass, Mann. Respekt.
Rihorn, hey! Zeit, mein Buttocks zu trainieren, oder? Ja, ich finde auch. Selbes Spiel, vierfach Schwäche. Ladadi, ladada. Auch hiervor wurde nicht trainiert. Button. Gegen Fukano Level 45 darf Button rein. Und er lässt die Erde zittern. Tsching. Fukano, du bist im After Life vielleicht noch am Leben. Owei. Der hat, glaube ich, den Psychotyp noch nicht inne. Ich schub Sir Buttington rein. Zur Sicherheit. Owei Level 47. Sir Buttington muss schneller sein als ein Haufen Eier. Oder ein Haufen Pflanzen, die sich wie... Ich glaube, es sind Samen eher, die sich als Eier ausgeben. Steht im Pokédex so. Ich kann nichts dafür. Nicht in dem Pokédex, sondern in einem anderen Pokédex. Du weißt schon. Okay. Simsala. Wir haben weder eine Geistattacke noch eine Käferattacke. Nee, wir haben echt keine Käferattacke. Eat My Butt können wir aber auch nicht holen. Wieso hole ich Butt on, fragt ihr euch jetzt bestimmt. Fuck, das sind also 50. Ich kann euch erklären, warum ich Butt on geholt habe. Buttocks. Schwach. Es hat die Schwäche. Button. Selbe. Eat My Butt hat schon Leben verloren. Und der Spezialwert ist nicht so krass. Sir Buttington. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Butt on. Resistent. Spezialwert in Ordnung. Sehr gut sogar. Und der Angriffswert ist auch nicht ganz kacke. Also eine Kopfnuss tut weh. Und Bud Bro, oh, den hätte ich auch holen können eigentlich. Jo. Ich habe mich aber für Bud On entschieden. Ende. Na dann, der Reflektor. Das ist nicht so gut, weil jetzt überlebt er. Yo, Bro. Das ist kein Ding. Oh, fuck you! Okay, ich habe gedacht, der macht nochmal Genesung. Weil dann hätte ich jetzt mit Triplette, keine Ahnung, eine Runde flambieren oder so. Okay, das könnte es jetzt gewesen sein. Zumindest für Simsala. Wir würden... Oh, dein Ernst? Okay. Wir würden aber, ja, wie gesagt, noch eine Psychokinese überleben. Ja, auch als Volltreffer. Ich habe Mathe gemacht. Turtok. Okay, Batox. Time to shine. Level 53 Turtok. Der macht Schädelwumme. Wisst ihr eigentlich, wie ätzend das ist? Schädelwumme. Ich weiß nicht, ob ich eine Schädelwumme überlebe. But Bro überlebt eine Schädelwumme. Oh, aber sogar easy, du. Okay, dann Konfusion. Schädelwumme macht Verteidigung hoch, aber nicht die Spezialverteidigung. Ja, da war Buttox doch noch einen Ticken besser. Oh, ein Biss. Das wäre eine Generation weiter sogar echt ätzend. Ein Trank. Bist du süß. Ja. Und das hätte mich wahrscheinlich gekillt in der nächsten Generation.
Okay. Ich hatte ein bisschen zu viel Angst vor der Schädelbombe, glaube ich. Aber sonst in Ordnung, denke ich. Guter Kampf. Was? Ich war zu unvorsichtig. Ja, du kannst mir mal die Nudel polieren. Ja. Du bist nicht wirklich gut vorbereitet. Ja, ich habe gewonnen und du musst mehr trainieren. Genau. Bis dann. Peace out. Ich gehe mich nochmal heilen und dann machen wir einen zweiten Versuch. Wow. Ich habe echt damit gerechnet und dann hatte der einen Turtok Level 53. Und eine sehr effektive Attacke konnte nicht viel ausrichten. Und ich überlege gerade, wenn der jetzt schon Level 53 war. Ich glaube, trainiert waren wir in Ordnung dafür. Ich glaube sogar, hat genügend Spannung aufgebracht und alles. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken für in der Pokémon-Liga gegen die Top 4 und Co. KG. Ach, ja. Aber hey, dieser Gang, meine Freunde. Dieser Gang wird das einleiten, was in der nächsten Episode kommt. Ha! Witzig, oder? Mein Name ist Edwigmann, wir sind beim nächsten Mal. Das heißt, Let's Play Pokémon Rot, die Nuzlocke Challenge 2.0. Mit mir, Edwigmann. Bis dahin. Ciao.